Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben das letzte Mal ja, das Stadion aufgemischt, ja, das Eishockey NHL Stadion von Seattle, wo ich immer noch nicht nachgeschaut habe, wie die Mannschaft heißt, wie der NHL Club heißt von Seattle. Das lasst mir jetzt wirklich keine Ruhe. Da schaue ich dann nach. Oder Moment, ich schaue kurz nach. Das mache ich so kurz nebenbei. Moment, Moment, die Zeit nehme ich mal. Ja. Moment, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Seattle Kraken? Kraken? Das habe ich noch nie gehört, oder? Seattle? Seattle Kraken, okay. Das habe ich noch nie gehört. Seattle Kraken? Das ist interessant, okay. Dann habe ich das komplett anders in Erinnerung gehabt, okay. Aber Kraken? Egal. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich habe nämlich kurz nachgeschaut. Ich habe gegoogelt. Okay, aber jetzt widmen wir uns wieder dem Spiel hier. Der Szenenstatus sieht folgendermaßen aus. Wir brauchen drei Geheimnisse. Drei Geheimnisse sind zu lüften und ein Tagebucheintrag. Dann lesen wir mal kurz Notfälle. Ben braucht Medizin, sonst stirbt er. Ich muss alles andere vergessen und um meinen Freund kämpfen. Lauf, Randall Wayne, lauf. Und zieh nicht zurück. Finde, was er braucht. Ja, dann schauen wir da, ob wir Medikamente finden. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal ins Hospital kommen. Und ja, ich schau mal, also drei waren drei Geheimnisse und einen Eintrag. Ah, okay, cool. Wir haben bis jetzt eigentlich alles, ja, zweimal habe ich Backtracking gemacht. Wie gesagt, habe ich ein Item noch finden müssen. Und jetzt zufällig, also das war ja wirklich das Beste, haben wir da noch einmal geschaut, weil mich hat es wirklich interessiert, was da los war, weil man hat da eben da weiter können im letzten Part, wo dieses Schloss war, dieses Versperrte, und wirklich war aber das zweite Handheld-Game da oben. Also das war doch wirklich cool. Ja. Wir werden ihm schon helfen können. Geh mal davon aus. So. Hier schaut's aus, wie wenn der Abend einbricht, die Abenddämmerung. St. Thomas Hospital. Ja, das ist Seattle. Also ich weiß eh, dass Seattle ist, aber das erinnert mich jetzt. Das war doch auch in einigen Spielen auch schon. War das nicht in The Last of Us auch, das St. Thomas Hospital? Man irgendwie logisch, nicht? Wenn es in Seattle gespielt hat, wird es das sein. Ne? Egal. Egal. So, ich glaube, da muss ich einfach gegenlaufen. Jawohl. Ah. Ja, tschüss. Ah, was ist da? Haben wir da schon das erste Secret? Jawohl. Eine Broschüre über die neue Grippe und was man dagegen tun kann. Neue Krankheiten überraschen unsere Körper. Doch es hat immer ein Heilmittel gegeben. Früher jedenfalls. Ja, heute gibt es auch welches, aber ja, gut. Ich sage nur Corona, ne? Die Frage ist nur, wie lange es hilft, ne? Is it Okay. real? I don't know what is. So. Dann da oben rein. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal da rein. Wir brauchen noch zwei und da eines. Okay. Ah, da ist wieder was. Tagebuchseite. Okay, cool. Aber ja, ich sage mal, recht schwer sind es eigentlich eh nicht versteckt. Die zwei, was ich nicht gefunden habe, da gleich während dem Let's Play, das war eigentlich auch eigene Blödheit, ne? Weil die hätte ich auch, ja, das eine, da hätte ich mich nur ducken müssen und eigentlich unten durch in der Hocke, dann hätte ich das gefunden und das zweite eben, ja, wenn ich da gegen gerannt wäre, wäre das auch runtergefallen. Also, ja, sonst habe ich eh alles. So, das kann ich hier vorschieben. Allerdings, ich schaue noch kurz, bevor ich das vorschiebe. Kann ich da noch mal vorher, bevor ich das vorschiebe, noch mal so kann ich nicht. Okay.
Wollte nur mal probieren. So, dann geht's hier oben rein. Und über diesen Schacht hier nach unten. Und gleich hierher. Und, okay, jetzt habe ich mal Muni. Allerdings brauche ich die, glaube ich, jetzt gar nicht extra vergeuden. Mit zwei nehmen wir es auf jeden Fall auf, das ist überhaupt kein Thema. So, der eine ist da hinten eh beschäftigt, der kriegt eh nichts mit. Der labt sich da eh an einer Leiche. Ich will den nur einmal töten, weil dann kann ich mich in Ruhe umsehen. So, jetzt aber, oder? Ah, der lebt immer noch. Das macht dann so ein bisschen so ein komisches Geräusch, wenn sie dann komplett tot sind. So macht es so einmal so, wie wenn du ihnen den Nacken brichst, ne? Das Genick. Das Knack. Wir sagen immer Sknack. Sknack. So, komme ich da jetzt? Ja, so komme ich. Aber komme ich da jetzt auch so? Ja, so müsste es gehen. Ja, alles klar. Okidoki, da unten. Ich schaue nochmal. Habe ich das jetzt schon? Habe ich schon. Ja, da war die Muni drin, glaube ich. Da war die Muni. Hallo, jetzt geht's wieder nicht. Einmal geht's, einmal geht's nicht. So. Dann hier. Kann man auch runter. Und da geht's dann auch weiter. Kann ich da... Kommt man da? Kann ich da? Irgendwie? Ja, auf dieser Seite kann man nicht, oder ist das? Hope is a waking dream. Mhm. Ah, da ist gleich wieder. Da ist ein Radio, sehe ich da gerade. Ihr seid Gemetzel, ne? So. Kann man dich einschalten? Ja, und welche? So, jetzt reicht's. Okay. Egal. Gut, dann. Jetzt hat er sich da stolpert über den Sessel wieder. Ach Gott, manchmal bist du auch so richtig tollpatschig. Das ist doch schlimm mit ihm. Gibt es da vielleicht auch noch eine Trophäe dann, wie viel man tötet, ne? Im Spiel, wie viel Zombies? Weil dann wäre das auch nicht so schlecht, wenn ich meine Killrate ein bisschen hochlevele. Dass die so viel aushalten, das ist... Oder ist das wirklich so eine Playmobil-Hacke nur oder so? Das kann natürlich auch sein. Oder eine Lego-Hacke, ne? So. Wir haben 8 Minuten, da geht noch was. Da geht noch sehr viel. Na, Krankenhaus ist ja normal eher da zum Helfen, nicht zum Töten. Ne? Allerdings hier hat sich einiges verändert. Okay.
auf der anderen Seite der Fahrstühle. So, bist du jetzt? Unvorstellbar. Unvorstellbar, was die aushalten. Falls drunter vielleicht wäre, cool, ne? Da wird es schneller gehen. Jetzt wird's. Ja, jetzt geht's schneller. Okay. Fly away, fly away. Gut, jo, dann muss ich da, kann ich da. Geronimo! Oh! Oh, 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 oh. Okay, da geht's. Will ich da runter oder rauf? Ich weiß nicht, wohin der richtige Weg. Ja, rauf geht's auch. Da gibt's mehr Möglichkeiten jetzt. Hm, was ist da richtig schon wieder mal? Aber wahrscheinlich eher runter, oder? Ah, da sind doch wieder Secrets, oder? Jawohl. Ein merkwürdiger Brief des Arztes, der die Krankheit im Krankenhaus untersucht hat. Seine Einschätzung lautet, diese neue Krankheit macht uns unsterblich, ja. War super, ne? So, da ist doch gleich wieder wer drinnen, ne? Ja, ich hab's ja gewusst, ich hab's ja gewusst. Bin ich da richtig oder falsch? Aber da runter geht's ja auch noch. Runter geht's ja auch. Eigentlich könnte ich ja mal wirklich, oder? Ich könnte doch mal wirklich den auch und ich könnte doch mal wirklich den auch, ne? So. Mal noch 8. So, dann da ist da sonst noch was oder kann ich da. Moment. Ah, da geht's jetzt. Ich schau mal kurz, kann man da. Sieht man da. Ah, okay, da geht's auch noch rauf. Ich glaube, wieder schon richtig, oder? Sollte ich da schon sein oder. Ja, kann man wirklich ziehen. Jetzt weiß ich wieder nicht, weil manchmal ist es blöd, weil dann kommt man nicht mehr zurück und dann. Ich weiß nicht. Nehmen noch ein bisschen zurück. Ich glaube, das war noch zu wenig. So, probieren wir nochmal. Hopp, jawohl. Da ist schon wieder was. Falsch. Okay, Muni. Okay. Ja, ich glaube, da geht es schon weiter, oder? Okay, wenn das so ist, dann gehe ich da kurz nochmal zurück und schaue da nochmal runter. Da geht, aber rauf geht es da nicht mehr, oder? Das ist ganz komisch, ne? Ich schaue da kurz mal runter. Da war doch auch noch ein. Okay, wow. Ich will wirklich alles so gut wie möglich. Da ist aber sonst eh nichts, ne? Ja, kommt her da. Okay, die raufkommen die da glaube ich eh nicht, oder? So, geht's da auch weiter, oder? Maternity Ward. Was ist da? Oh. Meine Kleine. These memories. These thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. Okay, okay, da ist noch was. What you need? Silbertrophäe erhalten. Okay. Maximale Gesundheit. Oh, cool. Jetzt habe ich. Okay. Na, das war aber dann auch gut und wichtig, dass ich hier auch nochmal runterkam. Jetzt hatte ich die Erinnerung mit meiner Tochter Lydia und eine Verlängerung bzw. Verbesserung meiner Gesundheit auf 4 ja, Blöcke. Whatever. Coole Sache, ne? Okay, dann war's das hier unten, glaube ich, weil sonst. Ach, geh, weil's so schön ist, laufe ich da einmal gegen. Au, das tut so gut. Okay, einmal noch. Ah, das ist. Ah,
Okay. Gut, dann. Mein Gott, die zwei kämpfen immer noch. Wie ist er sich bemühen? Also ist eh nur mehr einer mittlerweile. Wie er sich bemüht, ne? Und es bringt ihm gar nichts, ne? So, dann hier rauf. Ah, es sind eh zwei. Es sind doch zwei gewesen, denke ich mal, ja. Aber die sind ineinander gestanden. Ich will darauf klettern. Die standen ineinander. Darum habe ich nur einen gesehen. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Dann geht es da definitiv oben weiter. Na gut, wie gesagt, ich will nichts verpassen. Uns fehlt noch eine Erinnerung. Habe ich das schon gelesen? Notfälle? Ja, habe ich schon. Wir brauchen noch eine Erinnerung. Erinnerung. Kann ich da? Ja, kann ich gleich. St. Thomas Hospital, ja. Okay, da unten wimmelt es von Gegnern. Komme ich da oben hin? Da komme ich sicher nicht gleich. Kann man da nicht Handgranaten oder was? Das wär's. Habe ich leider nicht. Ich habe keine Handgranaten. Wo gehen die da? Oh mein Gott, na, wie viel das sind, ne? Jetzt bin ich gleich. Na, da bin ich. Na. Oh Gott. Puh. Ich hätte da noch schauen wollen. Ist da oben ein Speicherpunkt gewesen? Bitte sag's. Sag's bitte, ja, es war gut. Das war ja. Ist da unten eh nichts mehr? Ich will da nur ganz kurz zu dieser Kiste schauen. Na, da ist eh nichts mehr. Definitiv. Ja, ich weiß eh. Ja, ich weiß eh. Ich wollte nur schauen. Macht nichts. Macht man nichts, dass ich da gestorben bin. Ich wollte nur schauen, ob da kein Secret liegt. So, kommt her mal alle. Kommt. Na, kommt. Put. Na, kommt sie alle. Ja, ich hab da was für euch. Wollt ihr Hami haben? Wollt ihr Hami? Na, kommt her. Na, kommt her. Na, kommt's alle. Super Sets. Super dämlich. So. Okay. Und das schnell zuschieben. Jawohl. Perfekt. Aber gut, oder? War nicht so schlecht gemacht. Das war jetzt dämlich. So. Sind wieder voll. Und da? Letztes? Jawohl. Coole Sache. So, jetzt haben wir es, oder? Wir haben drei Geheimnisse und einen Tagebucheintrag. Yes, Baby. Yes, Baby. Kann man da jetzt dagegen laufen? Kann man da jetzt dagegen springen? Kann man das zerschießen? Kann man das mit dem zerschießen? Ja, das kann man. Okay, die Schrot hält ein bisschen mehr aus. Wow, okay. Ich bin immer noch in dieser Szene. Ja, bin ich noch. Kommen wir da... Ja, genau. Also, so stirbt man dann. Definitiv. Gott, das muss einem doch gesagt werden. Okay. So. Ah, habe ich. Das war nicht gespeichert. Das nehmen wir natürlich noch mit. So haben wir jetzt... Ja, wir haben ja alles passt. Das hat es gespeichert. Gott sei Dank. So, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich wirklich hin? Wo muss ich da jetzt hin? Nach oben? Muss ich gar nach oben? Hä? Nach oben? Na, da komme ich ja nicht hin. Sag mal, bin ich jetzt... Da oben ist ein... Ah, ich bin so dämlich. Weil ich nie schaue, ne? Weil ich einfach nie schaue. Ich muss ja nur auf die kleinen weißen Dreieckchen achten. Dann sehe ich sie, ne? War schnell. Wow. Bin ich immer noch nicht, okay. St. Thomas Krankenhaus. Da wird jetzt das dann sein, was ich brauche, ne? Status aktualisiert. Ah, okay. Medizinmann, okay. Soll ich gleich lesen? Das weiß ich nicht. Da habe ich 9 Schuss, da habe ich 8 Schuss. Na geh. Was?
Okay, der hat's doch nicht. Du sollst. Also, ich versteh's manchmal nicht. Manchmal. Hallo, du. Ich versteh's oft nicht. So, da war das, da war was. Geheimnis gefunden. Ich habe nicht einmal noch gedacht und bin schon wieder beim nächsten. Ein Ausschnitt aus dem Magazin Wissenschaft und Medizin, in dem es um das Klonen von Menschen geht. Zu den ethischen Ängsten, die der Artikel behandelt, gehört die Verarmung. Und ja, wir lesen das später noch einmal alles in Ruhe. Wir brauchen da drei. Ich lese mal durch. Ich lese mal. Medizinmann. Wir sind nämlich schon wieder in einer neuen Szene. Was für eine Ironie. Ein Krankenhaus voller Schatten. Der Ort, der heilen und Leben erhalten soll, ist jetzt ein Friedhof, auf dem die Toten nicht ruhen wollen. In der Art, wie unsere Welt untergeht, liegt so... Was? Noch einmal. In der Art, wie unsere Welt untergeht, liegt so viel Schönheit. Das hätte niemand vorhersehen können. Diese Seite des Lebens bekommen nur wenige von uns zu sehen. Sie ist wunderschön und gleichzeitig das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Ja, das ist auch eine coole Aussage. Okay, wir brauchen noch zwei. Wir brauchen noch zwei. Okay, aber da bin ich dann, glaube ich, eh mal richtig. Kann ich da eigentlich nachladen? Kann ich, ja. Und da bin ich eh... Ah, okay, auch passt. So, dann lasse ich das mal so. Und dann kann ich das so machen. Und dann... Eigentlich mit Schrot könntest du ja nochmal... Erwischt man da nicht mehr gleichzeitig nochmal? Ja, ich meine, für was habe ich es denn, ne? Für was habe ich es denn, ne? Weitere Schatten versperren den Weg. Weitere Schatten versperren den Weg, sagt er. Na gut, dann... Entsperren wir ihn. Uns. Ah, jetzt bin ich da heroben, wo ich vorher da war. Alles klaro, alles klaro. So. Okay, euch mache ich so. Euch mache ich so. Bisschen Muni sparen. Vielleicht brauche ich es noch. Oder dann ist wieder irgendwo ein Schloss zu einem Handheld Game und ich habe keine Muni mehr, nicht wie vorher, ne? Das will ich vermeiden, das nächste Mal. Wenn es noch überhaupt eines gibt, aber ich glaube, es gibt... Gibt es drei? Ja, bis jetzt habe ich ihn... Ja. Ich hole sie gleich. Ohne die Medizin... Hallo? Ja, haben wir jetzt alle. Warte. Vielleicht hat die einer von denen, ha? Ich schieß mal hier. Na, oder? Ja, ja, ja. Ist mir schon klar. Muss ich da noch woanders hin? Aber für was bin ich da dann? Hä? Für... Ja, ja, ja. Nachladen überall. 22 Minuten. Für was bin ich denn darüber jetzt, wenn da nichts ist sonst? Ja, okay, zurück. Habe ich die wo verpasst? Habe ich die Medizin wo verpasst? Moment, schauen wir noch einmal. Habe ich die irgendwo verpasst? Kann man das? Lag da irgendwo Medizin herum? Geht's da? Geht's da noch weiter? Moment, geht's da noch weiter rauf? Na, oder? Na. Da ist nur dieses eine. Oben ist da nichts mehr. Na. Hä? Habe ich schon wieder irgendwas übersehen hier? Na, oder? Von da bin ich. Na, war ich da unten schon? Moment.
War ich da schon? Ah, okay. Da muss ich rein. Ich dachte, da unten war ich schon. Okay. Okay, zwei gibt es auch noch. Zwei Secrets. Okay. Jetzt kann ich dort raus. So, jetzt kann ich da raus. Okay. Da musste ich da nochmal runter, ne? War ich da eigentlich dort schon? War ich da unten schon? Aber da kommen wir nicht drauf. Unter mir, ich meine genau unter mir. Egal, wir schauen mal. Ich hoffe, ich bin noch ganz vorbei hier. Na, noch nicht, noch nicht. Noch habe ich die Chance, dass ich finde. Da ist vielleicht was. Jawohl, wieder ein Geheimnis. Der Ausweis eines Fremden. Ihr Name lautet Carla L. Homolka. Carla L. Homolka. Na gut. Du sollst dich. Okay, einmal hier. Da, wie es aussieht, runter geht's da eh nicht. Dann hier. Ja. Genau. So, und jetzt da. Kann man da runter? Ich weiß nicht. Schaut mal aber irgendwie nicht so einladend aus da runter. Na? Ah, da liegt noch was, oder? Sag's bitte. Jawohl, das letzte Geheimnis. Die Uhr des Arztes, der sich auf die Unsterblichkeit gefreut hat. Sie ist um 0.02 Uhr stehen geblieben. Haha, ist gut, ne? Okay. So, und jetzt? Ist das Sackgasse da? Hä? Ist das... Stehe ich wieder an, hä? Dann muss ich da doch runter. So, ich glaube... Ja, ich habe einmal. Da habe ich zum Glück einmal alles jetzt. Habe ich das schon gelesen, Medizinmann? Ja, habe ich schon, oder? Ja, das habe ich schon gelesen. Das war die coole Aussage. Okay, dann... Ja, wir haben 26 Minuten. Eigentlich könnte ich... Aber dann kann es ja nicht mehr jetzt lange gehen. Muss ich da jetzt runter? Aber das ist doch... Ah, doch. Oder? Doch. Okay. Okay, ich glaube... Ah, warum gibt es keine Iframes? Ja, okay. Aber klar, ich sollte laufen, ne? Aber das ist schon richtig. Das ist schon der richtige Weg. Ich glaube, da geht es jetzt um die Freiheit. Ah, das will ich noch holen, schnell. Nimm's. Na, ich will da vor. Ah, das sind so viele. Das sind so viele. Ich komme nicht mehr weg. Ach Gott, der Tisch steht auch noch da, denn der ist mir auch im Weg gestanden. Ach Gott, aber ich will es nicht. Der braucht immer so lang, ne? Okay. Ah. Ja. Ach, wieder. Na, ich hab's falsch. Ich hab wieder nicht. Ja, blöd von mir. Einfach nur dämlich. Wieso hole ich mir das eigentlich? Aber ich will mir's holen. Einmal noch. Ich probier's noch einmal so. So, das schnell. So. Und... drüber springen, so da drüber springen. Ah, und komm, komm. Ach Gott, die sind so dämlich. Die lassen mich nicht, die... Ja, die Sesseln stehen... Na, schlimm. Okay, schlimm. Die Sesseln, die sind so Hindernisse. Die dummen Sesseln. Da kann man so dämlich sein, ne? So, jetzt aufpassen, wo ist der Sessel? Hallo,
Ah, jetzt, der liegt einfach auch da. Der steht mir das Axel, das Arschloch. Einfaches, blödes, dämliches. Na, okay. Okay, ich mach's anders. Ich muss anders machen. Das ist doch. Das schaut so simpel aus. Das schaut so simpel aus. Ja. Wer ist da bitte? Weil du machst mir jetzt nicht krank, ne? Ach, das. Was? Was? Oh Gott, na. Ich träge gleich einen Film, ne? Ich träge gleich einen Film. See one of those nurses show up from back in the old days. Oh, you remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy. And I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben! Ah, ich hab mir's gedacht, ne? Ich hab mir's gedacht. Entweder war er schon infiziert, oder? Entweder war er schon infiziert, oder war er so, irgendwie. Akt 3, das neue Gesetz, okay. Status aktualisiert, okay. Der dritte Akt. Der letzte Akt? Fragezeichen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls werde ich hier mal kurz abspeichern, einen Cut setzen und dann geht's hier weiter im Albtraum. Also dann Dankeschön fürs Zusehen bei Dead Life wollte ich sagen, Dead Life, ne? Totes Leben wäre besser als totes Licht, naja, such das aus, ne? Jedenfalls der Director's Cut auf der PlayStation 5. Dann bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.